Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder aus dem LS22 und von der Galgenberg Vierfach Map Work in Progress. Ja, wir gehen direkt mal rein. Ich möchte euch heute ein bisschen was zeigen, wie der aktuelle Status ist, weil mich ein paar angeschrieben haben, wie sieht's denn aus, wie weit bist. Und ich möchte euch heute so ein kleines Hirngespinst noch von mir zeigen, was wir gestern gemeinsam im Stream so uns alles erarbeitet haben. Und ja, an der Stelle mal ein schönes Wochenende. Ne? Wir lassen es mal ruhig angehen. Hier der Blick, ganz klar, das ist doch gar nicht die Vierfach. So, durchatmen, ruhig hinsetzen, gut zuhören. Das, was ihr hier seht, ist meine höchstpersönliche V3. Bedeutet, alles, was ich im Areal von Kirchen, also von der Standardkarte, bearbeite, packe ich erstmal hier rein zum Testen, zum Tun und Lassen und packe es dann per Copy-Paste einfach rüber auf die Vierfachkarte. Nun ist es so, ich habe mit Giants schon ausgemacht, wir werden weiterhin versuchen, die Vierfachkarte für Konsolen zu bringen. Nicht für die alten Konsolen, das wird nicht funktionieren, aber wir werden es testen, ob es für neue geht. Grundlegend habe ich hier keinen Nein von Giants bekommen, deswegen arbeite ich genauso weiter, als würde sie es schaffen. Der Vorteil für euch ist, durch das, dass ich hier auf der V3 das ganze Zeug erstmal reintüttel und dann rüber kopiere, arbeite ich sozusagen zweigleisig. Ne? Bedeutet, sollte es die Karte dann nicht schaffen, für die Konsolen zu kommen, werde ich für euch Consoleros einfach die V3 releasen. Die hat natürlich nicht mehr logischerweise Gelände, neue Höfe etc. Aber alles, was sich hier zum Beispiel an dem Hof tut, könnt ihr dann auch bespielen. Gut, ich hoffe, ist soweit verständlich erklärt. Ja, dann zeige ich euch mal meine allererste Änderung. Und zwar sieht man schon hier, da ist irgend so ein Tank. Und hier vorne ist so eine kleine Ladestation. Ich habe irgendwie den Eindruck, ich brauche noch ein bisschen mehr. Ne? Und ich wollte irgendwie so eine kleine Hof-BGA hier noch am Hof haben. Nichts Großes, nichts Wildes, sondern wirklich nur klein. Und ich habe mich einfach dafür entschieden, hier vorne so ein bisschen idyllisch in das Gebüsch eine BGA reinzusetzen. Nichts Spektakuläres, aber so, dass man halt ein bisschen weiter wirtschaften kann und hier noch ein paar Möglichkeiten hat. Jetzt kennt er mich, glaube ich, lang genug, dass ich halt irgendwie immer was im Innenbereich haben möchte. Und ich habe mir einfach gedacht, ich mache den Fülltrigger, das hier muss ich noch auf False setzen, den Fülltrigger hier rein. Und ganz stopp, es ist real. Es gibt es in real. Ich habe, glaube, zwei, drei Bilder. Ich habe es ja auch euch im Stream gezeigt. Es gibt die Fülleinheit im Innenbereich. Ja, Punkt. Mehr gibt es da dazu nichts zu sagen. Und mir gefällt es. Heißt, wir können hier die BGA befüllen. Wir können ein bisschen Strom machen. Wir können vielleicht hier Kirchen mitheizen. Ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung. Des Weiteren habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht hier noch irgendwie eine Wand reinziehe, dass wir so eine Art kleines Kühlhaus noch machen, irgendwie so in die Richtung. Somit hat man hier eigentlich alles zum die Milch abzapfen und hier, wie gesagt, die BGA. Ist natürlich noch nicht alles. Wir haben auch ebenso gemeinsam hier rumgeschraubt. So sieht das Ganze nun aus, fix und fertig. Zumindest zu 90%. Wenn ihr hier draußen das Ganze aufdeckt und wir machen jetzt einfach mal kurz mit Easy Dev ein paar Rundballen hin in 280. Nehmen wir einfach mal ein paar Grasballen. So, genau. Switch richtig rüber. Dann seht ihr, da kommt hier die Grasplane hoch. 1, 2, 3, 4. Gut, da schon hier rein. Ja, wenn ihr die Produktion dann anschaltet, müssen wir vorne noch Hackschnitzel reinpacken und dann kommt hier das Heu raus. Und dann könnt ihr es halt hier ausladen. Soweit, so gut. Jetzt wollten aber auch noch, ich glaube, auf dem Chris, blöder Sack, auf dem sein Mist ist das gewachsen, von den Farming Dudes, der hat hier den Hof umgebaut und ich konnte das nicht mit angucken. Und dann war die Idee eigentlich so, mit dem Excel hier oben das Ganze als Bannlage zu fungieren lassen. Heißt, wenn ihr jetzt hier mit eurem Teleskoplader oder so da oben in den Range ungefähr, ne, hinpackt,
Deswegen habe ich es markiert. Lagert ihr die Ballen im oberen Bereich ein. Fand ich eigentlich ganz neckisch. Fand ich eigentlich ganz cool soweit. Dann ist es verräumt. Ich habe es extra so gemacht, dass man es vorne anfängt zu platzieren. Einfacher Grund. Wenn man hier reingeht, sieht man noch, ah, ich habe noch was da. Muss man nicht immer hochlaufen. Ansonsten, ja, wisst ihr ja, beim Bauer ist immer ein bisschen gruselig. Einmal hier hoch. Dann seht ihr jetzt auch rechts unten 4 von 250 Ballen könnt ihr einlagern. Und die werden dann einfach nach hinten durch eingelagert. Dann könnt ihr hier aufmachen. Geht hier hin. Ich möchte 2 auslagern. Und dann stehen die jetzt hier parat. So, und jetzt kommt der Knackpunkt, was ich euch mal präsentieren will. Und ihr habt immer so gute Ideen. Also ihr seid angehalten, dort eure Ideen reinzuschreiben. Wir haben es getestet. Es ist nicht so einfach, hier mit dem Teleskoplader wieder hoch und die rauszuladen. Besonders, wenn man aussehend das nach hinten schiebt. Warum die schweben, weiß ich nicht. Ist anscheinend Standard, ne? Nur by the way und nur beim Auslagern. Ja, wenn man die nach hinten schiebt, dann kommt man außersehen nicht mehr so gut hin. So, und jetzt switchen wir mal rüber dann gleich. Ich wollte hier noch eine kleine Getreideschrotmühle. Ist jetzt nichts Geiles, nichts Spektakuläres, aber es ist halt Biene Brindle des LS. Ne? Selber irgendwas gemacht, Getreideschrot. Fertig. Nur mal so by the way. So, jetzt war die Idee, wir könnten doch Folgendes tun. Wir gehen jetzt mal davon aus, muss ich kurz regenerieren. Die Ballen werden hier gestapelt. Beim Auslagern. So, dann createn wir uns mal, keine Ahnung, einen Cube. Und machen den mal auf, keine Ahnung, 0,05. Ist da erstmal Latte wie Hose. Oder Jacke wie Hose. So. Und würden sagen, machen wir mal so. Das Ganze könnten wir nun mit einer Textur noch belegen. Ich glaube, die identische Holztextur habe ich hier drin. Jo. So. Dann würde die noch ein bisschen Shadow kriegen und werfen. So. Jetzt würde das Ganze so aussehen. Wir hätten jetzt die Alternative, dass wir sagen, pass auf, das hier, wir nehmen jetzt einfach mal das hier als Führungsschiene. Ne? Wir sagen einfach, pass auf, da dran würde es sozusagen die Kette laufen. Nennen wir es einfach mal die Kette. Unabhängig davon, dass das woanders hin müsste, bla bla blub. Jetzt könnte man sagen, pass auf, das wäre so hier oben, das wäre dann nur eine Animationsgeschichte. Wir spawnen die Paletten, müssen die hier rüberschieben. Nach unten durch und ihr könntet sie unten aufladen. Das wäre die eine Idee. Die andere Idee wäre eine Doppeltanimation. Heißt, das Ding steht hier sozusagen. Die spawnen und ihr drückt den Knopf, geht nach vorne, geht nach unten und ihr hättet die Paletten da oder Ballen. Das Hauptthema ist eigentlich eher, wenn wir nicht diese Variante machen, sondern diese hier, Punkt 1, diese Platte hier hätte ja eine gewisse Stärke. Entweder sie steht unten über und wir müssten sie sonst immer oben lassen, dass man unten sauber fahren kann, oder man müsste die absenken und dann muss ich hier etwas ausschneiden. Ne? Irgendeinen Cube. Das wäre Option 1. Das andere wäre, es gibt so einen Schieber, nenne ich es mal. Das könnten wir aber auch selber bauen. Die werden hier spawnen. Und dann drückt man hier oben den Knopf. Dann schiebt, kommt da hier so ein Schieber rüber und schiebt die Palette oder Ballen hier drauf. Und dann drückt man wieder den Knopf und dann geht es wieder runter. Also hier haben wir so ein, zwei Ideen, wo wir hier nochmal so ein bisschen Spielereien reinpacken. Ich hätte es ganz cool gefunden mit einem Hallenkran oder so. Es gibt aber keinen öffentlich guten, schönen, der eine Freigabe hat. Ich darf nicht irgendwas nehmen.
ne? Nur mal so by the way gesagt. Ja, so sieht das Ganze aus. Hier Fenster reingeschnitten. Und ja, das sind nochmal so zwei, drei Punkte, was ich bisher erarbeitet habe. An der Stelle, ich hoffe, bisher haben noch die ein oder anderen geguckt. Die wird nicht morgen kommen. Die wird auch nicht nächsten Monat kommen. Ihr könnt in aller Ruhe eure Spielstände weiterspielen. Ihr werdet selbstverständlich für die V3 ein neues Safe Game benötigen. Aber, wie gesagt, es wird noch lange dauern, bis die Karte kommt. Also noch gar kein Stress, noch ruhig durch die Hose atmen. Ja, das soll es auch schon mal zum heutigen Video von der Galgenburg gewesen sein. Morgen schauen wir uns die Alpenmap an. Da ist es auch massiv weitergegangen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. In dem Sinn, macht's gut, habt einen schönen Samstag. Bis dann, euer Yogi. Ciao.